ich muss auf einen Yaogwai schießen? Und ich muss sie erstmal stärker machen? Bevor sie schwächer werden? Können wir uns Fast Travel irgendwie ein bisschen smarter machen? Nee, weil wir haben nichts zum Free. Whitespring. Whitespring müsste ich auch noch machen. Achso, ja, es ist egal. Let's go. Genau, wir fast werden, wir gucken und dann schauen wir, was Rose uns für eine neue Quest noch gibt. Dann haben wir es jetzt 17.18 Uhr. Lasst mich überlegen, wir würden noch auf jeden Fall Potato mit reinnehmen. Was, 18 Uhr? Ja, dann machen wir auf jeden Fall noch. Ich würde sagen, machen wir so bis 18 Uhr noch Fallout. Und danach gehen wir über ins nächste Game. Danach gehen wir über ins nächste Game. Sind wir heute noch gut vorangekommen? Finde ich, wir sind beigetreten, der US Army hier, sind wir beigetreten, wir sind Teil des Ganzen. Ich müsste meine Waffen mal irgendwie richtig anlegen, was das Rad angeht. Weil das ist, glaube ich, ein bisschen doof. Lass mal hier die Gasmaske machen. Okay, dann fangen wir an mit, nicht Ausputzer, Betsy, warte mal, das ist mal Betsy, also. Auf die 1 machen wir Betsy, dann machen wir auf die 2 den... Der Ausputzer ist richtig und auf die 3 die andere Waffe. Hier. Genau, und 7 die Stimpacks, weil das habe ich auf der Maus liegen. Easy. Und mit den geilen Waffen und mit gut Munition, gut für den Ausputzer jetzt nicht, aber hier vor allem für dieses AK-Ding. Sind wir gut aufgestellt. Können wir jetzt ein bisschen was umnieten, ein bisschen was zerstören. Und kommen hoffentlich jetzt nicht mehr in die Bredouille, dass wir hier keine Munition haben. Wir quatschen auf jeden Fall erstmal mit Rose. In Ordnung. Zeit, dieses kleine Projekt abzuschließen. Zeit wird es. Hier ist das Holoband. Oh, das wird interessant. Ich habe ehrlich gesagt nicht viele Dateien, in denen David und Rosalind über ihr Leben vor den Raidern sprechen. Ich höre nur mal kurz rein. Yep, das klingt nach David. Skrupellos wie eh und je. Zurück zum Geschäft. Hier und da ein bisschen schneiden, ein bisschen am Ton drehen und schon ist es geschafft. Jetzt müssen Sie nur noch am nächsten Sendeturm einen neuen Transmitter einrichten, damit wir das Werk ausstrahlen können. Wird gemacht. Du machst Witze, oder? Geht das nicht hier? Ich brauche einen neuen Transmitter dafür. Ich opfere doch nicht mein eigenes Signal, nur damit sie mit Mac plaudern können. Ja gut, okay, geht klar. Da habe ich alles schon mal gemacht. Oh ja, das Radiosignal von dieser Duchess wurde vor kurzem wieder aktiviert. Natürlich waren sie genau, das war ich. Hier ist das Programm, das du am Sendeturm ausführen musst. Laden Sie es einfach und folgen Sie den Anweisungen. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit können Sie dieses alte Holoband zurückhaben, als Souvenir. Okay. Was auch immer ich damit Schönes tun werde. Okay. Lade das Holoband, die Schaltung in den lokalen Funkturm und aktiviere die Verbindung. Alright. Wird gemacht. Ich bin gerade nicht sicher, in welche Richtung, aber wir haben einen Marker, der uns bestimmt irgendwo hinführt. Du machst gerade die DLC-Quest. Kannst du machen, aber da kommst du nicht zum Glückwerfen. Aha! Aber ich muss... warte mal. Tolle Taktiken. Oh, lol. Ich muss nochmal Rose sprechen. Okay, guter Punkt. Okay. Ich meine, wir nehmen die Quest mit. Also, nee, wirklich guter Punkt. Wir nehmen die Quest mit. Vielleicht machen wir sie random mal, wenn wir sowieso an einem Turm sind. Aber unser Hauptziel... Unser Main Goal in diesem Ganzen ist ja, eine Nuke zu droppen. Oh, hey! Ich wollte... Also, wollen Sie mir nochmal helfen? Süße, was ist jetzt hier mit... Du bist ja ein reizender kleiner Mordroboter. Ich bin ein Roboter? Nur ein Scherz. Charisma! Ein Kompliment. Und dass Sie so eine Ein-Personen-Armee sind. Entzückend. Ja, ne? Richtig sweet. Erzähl mir mehr über die alten Raider, die Toten. Das waren noch richtig. Ja, ja, ich sag das nur, weil ich fragen will, aber im Prinzip juckt mich der... Okay. Sprich mit Rose, aber das macht nichts weiter. Rose ist hier markiert. Hier ist noch ein Holoband.
Vielleicht ist es. Hey, schalt das aus. Willst du, dass meine Frau davon erfährt? Oh. Ach, komm schon. Ich möchte eine Aufnahme von uns haben. Außerdem wolltest du die alte Hexe doch loswerden, sobald wir zurück sind. Na schön. Aber du nimmst die Aufnahme mit, wenn wir wieder gehen. Und du musst mir versprechen, dass du sie zerstörst, falls das mit uns rauskommt. Eine Scheidung wäre viel zu teuer. Und Beweise einfach so herumliegen zu lassen, würde alles nur verschlimmern. Okay. Sei nicht so ein alter Spielverderber. Keiner wird davon erfahren. Indianer-Ehrenwort. Hey, hast du noch mehr von diesen Camps dabei? Ja, was willst du? Daytripper? Bedien dich, nimm nur nicht zu viel. Werd nicht, abhängig. Jawohl, Sir. Habe verstanden, Sir. Erwarte Befehle. Okay, ich kapiere, dass du kein Roboter bist. Ich weiß, du magst es nicht, wenn ich dich so herumkommandiere. Du bist mein Schatz, Rose. Ich will bloß nicht, dass dir etwas zustößt. Oh, Baby, wirst du etwa weich wegen mir? Du weißt, dass ich dich liebe. Hey, wollen wir auf die Piste? Oder hast du vielleicht noch eine andere Idee? Also gut, du kleines Luder. Jetzt musst du den Rekorder aber wirklich ausmachen. Okay, spicy ist... Und ist das die Rose? Aber nee, warte mal. Aber das war doch ein Mensch, oder war... Oder hat er Spaß gehabt mit dem Roboter? Ich judge nicht, ich frage nur. Weil, oder... Nee. Oh, hey! Kann ich das irgendwie... Kann ich irgendwie mit dir reden darüber? Beinahe. Jedenfalls... Wenn ich eine neue Raider... Eine Win-Win-Situation. Ich erhalte Antworten. Rose war mal ein Mensch, also doch. Okay. Erzähl mir über diese Taktik. Fangen wir mit meinem Favoriten an. Karma. Nein, nicht dieser New Age-Unsinn. Ich rede von einem Ken, das hart reinhaut, einen aber ins Wanken bringt. Meine Freunde von den Halsabschneidern hatten eine Möglichkeit gefunden, es als Waffe einzusetzen. Ich leihe ihnen meinen alten Injektor und sie modifizieren ihn so, dass er Karma-Pfeile verschießt. Bringen sie ihn bloß zurück, sonst finde und töte ich sie. Ernsthaft. Kein Scherz, das mache ich wirklich. Cool. She do be crazy. Okay, dann war sie wirklich mal ein Mensch. Okay, interesting. Das ist ja auch cool. Rüstung, Waffen, Rose-Injektor. Okay, das heißt, Step 1, modifizier den Scheiß. Hier ist dein Überlebenszelt, I see. Wo kann ich denn craften? Blackjack, kann ich bei dir craften? Ich kann bestimmt bei dir craften, oder? Du hast bestimmt eine Werkbank für mich. Kann ich bestimmt kurz mal... Muss ich nicht hier komplett wieder neu hin und her reisen. Nee, und dann, ne, guter Call, weil dann machen wir jetzt die Quest. Dann sind wir da erstmal drauf, machen die andere vielleicht so, wenn wir so unterwegs sind, sowieso mal mit, aber... Das ist erstmal wichtiger. Und ich finde die Idee erstmal nicht schlecht hier. Okay, wir bauen so ein Ding um. So ein Injektor. There we go. König Krognaktron. Ist kalt. Jo, danke dir für dein Follow, Jaja Kondias. Dankeschön. Danke auch für die Waffe, ne? Danke fürs Zuschauen natürlich. Ein Herd. Schöne Kaffee. Kann ich das nehmen oder werde ich abgeschossen? Nee, ich kann es nehmen. Ha! Schöner Kaffee hier erstmal gesnackt. Okay, haben wir eine Sammlung? Okay. Verkaufsautomat. I see. Wilde Rüstung. West Virginia Spielautomat. Kronkorken. Let's go. Immer gamblen. Komm, gib mir die Thumbs up. Nice, was haben wir bekommen? Du fühlst dich glücklich. 20 Kronkorken. Glück wurde um 2 erhöht. Temporär natürlich nur. Aber geil, nehme ich mit. So, hier finden wir doch bestimmt so eine Waffenwerkbank. Guten Tag. Nett mal jemand anderen hier zu sehen. Ja, moin. Waffenwerkbank. Modifizieren. Ist auch ein schöner Spot hier so in die Wand reingebaut. Rose Injector. Gefarolspritze, Karma-Pfeil. Nach
Nachdem sie das Karma besorgt haben, wird es Zeit, es in Aktion zu erleben. Da gibt es so eine fiese Yaogui-Mutti, die nenne ich immer... Ich habe sie vor einer Weile aus den Augen verloren. Also sorgen Sie dafür, dass wir uns um einen Yaogui weniger Gedanken machen müssen. Mir egal, welcher das ist. Wenn Sie kein Yaogui finden, suchen Sie nach einem anderen starken Tier, damit Sie das Karma in Aktion erleben können. Ich weiß, es hört sich verrückt an, solch ein Biest noch stärker und heftiger zu machen. Aber sobald das Karma nachlässt, wird es so schwach wie ein neugeborenes Kätzchen sein. Dann erledigen Sie es, sofern Sie die ersten Auswirkungen überleben. Viel Spaß! Okay, also erstmal nochmal auch danke für den Follow hier. Twitch TV, Strenuous King? Was? Strenuous King. Ich hoffe, das ist richtig. Ich muss auf einen Yaogui schießen? Und ich muss sie erstmal stärker machen? Bevor sie schwächer werden? Töte das Ziel, während der Karma-Pfeil wirkt. Tja, sie haben sich nicht in die Hosen gemacht und es nicht vermasselt. Sieht für mich nach einem Erfolg aus. Jetzt erlösen sie das Vieh von seinem Leid, damit wir weitermachen können. Ach ja, danach habe ich noch eine weitere Aufgabe für sie. Ja, kriegen wir hin. Blackjack, die greift mir gerade deine Hütte an. Es tut mir leid, ich weiß nicht, ob das durch mich getriggert worden ist. Not on purpose. Ganz wichtig, dieses Karma-Zeug kann auch nach hinten losgehen, wenn Sie nicht vorsichtig sind. Und setzen Sie es nicht bei sich selbst ein. Außer natürlich, Sie sind überzeugt davon, alles um Sie herum töten zu können, bevor es nachlässt. Okay, als nächstes kommen die Explosionen. Die Fallensteller haben Köder mit Sprengstoff versehen, um die gefährlicheren Wildtiere auszuschalten. Ich möchte, dass sie Sprengköder herstellen, aber verlieren sie dabei nicht ihre Finger. Sie sind kein Roboter wie ich. Für sie gibt es keine Ersatzhände. Okay, erstmal eine Bastelwerkstatt. Nee, das ist Zufall. Du hast Glück. Eigentlich musst du erst einen Bären suchen. Und ich dachte, die kommen hier an. Und ja, Awesome Power, aber leider nicht meine. Leider nicht meine, aber die sieht cool aus, ja. Die sieht ganz cool aus. Nee, meine ist so halb aus irgendwas zusammengewürfelten. Es ist auch so ein Projekt, so nach und nach jetzt Power Armor finden, Level 50. Bastelwerkstatt. Kriegen wir hin. Wir sind ja hier ganz frech in ein Haus eingebrochen. Braustation. Ist hier so eine Bastelwerkbank? Ist die vielleicht hier draußen? Oh, das ist ja ein schöner... Das ist ein schönes Häuschen hier, muss man mal sagen. Okay, da fehlt eine Wand, aber ansonsten... Lol, was? Ah, ich kann mich hier reinsetzen. Na, erstmal hier... Bathtub Stream, let's go, guys. Let's go, Bathtub Stream. Auch nicht schlecht. Aber wirklich ein schickes Häuschen. Wir machen hier auch wieder zu. Die Kitty habe ich auch. Ist auch cute. So, Salontür auch zu. Das ist ein schöner Spot. Ich klaue mal ganz frech hier die Pflanzen. Schön was zu essen da noch kochen. Ach, da oben. Da bist du ja. Ja, moin. Warte mal, waren auf T-Emotes? Nee, auf Z waren Emotes. Nee, auch nicht. Irgendwo waren Emotes. G. Ja, genau. Ach, das ist die Bastelwerkstatt. Dankeschön, Dankeschön. Das ist die. Wahrscheinlich Questgegenstand, ne? Oder? Sprengköder. Sprengköder? Große Menge Minen, Munition, Questgegenstand. Souvenir? Habe ich den schon? Den Plüschkorb? Der ist ja süß. Stelle einen Sprengköder her. Nee, das ist nicht das Richtige. Munition. Wahrscheinlich hier, oder? Paddleball-Schnur? Ja, hab ich auch noch nie benutzt, die Scheiße. den Mist. Entschuldigung. Hier, Sprengköder. Red Hirschfleisch. Okay. Ich muss eine Red Hirschkuh erlegen. So. Danke, Blackjack, dass wir dein Haus nutzen durften. Auf jeden Fall. Das hat sehr geholfen, auch weil es hier in der Wildnis war und die Leute direkt hier kamen. Eine Red Hirschkuh. Hier war nun ja... Ah! Kann ich leider nicht machen. Oder kannst du die für mich entsperren? Das wäre nett.
Ja, ja, konnte es. Eine Atomrakete gezündet. Lol, okay. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstens. Da ist die Einschlagszone. Ach du Kacke. Danke für Ihre Kooperation. Weil genau das hatte ich nämlich schon mal. Ah, ich danke dir. Ich danke dir. Das ist sehr lieb. Nee, warte. Also kann ich das gleich weitermachen. So kann ich hier gleich... Was ist das eigentlich? Ein Ödland-Gong. Noch ein Vogel zu aktuellem Zähler hinzufügen. Anzahl erhöht. Lol. Okay. Der Ödland-Gong. Geil. Okay, okay, wir schauen nach. Globus. Oh Gott. Holy shit. Okay. Ein bisschen düster, der Globus. Okay, aber wir können Sprengköder craften. Danke, danke für die Hilfe. Auf jeden Fall. Das macht es ja super easy hier. Sprengköder, wir machen gleich mal 3. Weil wenn schon, denn schon. Super, Sie haben sich ekligen, mit Fleisch bedeckten Sprengstoff besorgt. Und jetzt lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Lol, die Rüstung ist ja auch sick. Haben die Sprengsteller auch gemacht. Jedes hungrige Raubtier wird mit Sicherheit vom Geruch von Frischfleisch angelockt. Diesmal hatte Chuck, ihm war diese verrückte Idee gekommen, nach einem Überfall Sprengköder entlang der Strecke ausgelegt. Als die Responder mit ihren Spürhunden nach uns gesucht haben? Tja, sagen wir es mal so, da haben die Köder die Fährte verloren. Savage, ja, okay. Weil ihnen die Köpfe weggepustet wurden? Ja, ja, ich weiß. Egal, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Egal, wofür Sie Ihren Köder verwenden. Bringen Sie damit einfach etwas zur Strecke, das Sie töten und fressen würde. Sagen Sie mir Bescheid, wie es für Sie läuft. Teste den Köder mit einer Kreatur. Got it, got it, got it. Kreatur, Kreatur. Kreatur. Aha, aha. Ja, nu, Solomons Teich, Hütte des Ermittlers. I mean, ach, hier, ah, da wird uns, ich wollte gerade fragen, gibt's einen Spot, der mir vielleicht nett angezeigt wird? Ich will auch mal hier runtergehen. Vorsichtig. Und dann gucken wir, dann gehen wir ein bisschen in die Wildnis und gucken, ob wir das mit dem Köder noch hinkriegen, dass wir den auslegen. Auch der Köder gefressen wird, nicht wir zuerst. Und dann gucken, ob das so hinhaut mit allem, wie man sich das so erhofft, ne? Gibt wahrscheinlich mehrere Spots, ne? Ja, ja. Hier habe ich auch dran gedacht, weil hier habe ich schon mal so Jagdquests gehabt. Das war eigentlich ganz geil. Mit den Ködern konnte man früher ungestraft Camps zerstören, aber es geht leider nicht mehr. Ach, weil man dann Monster anlockt? Oder Kreaturen? Das ist ja richtig fies. Das ist ja so wie mit den... Warum ist das hier so grün? Das ist ja so wie mit den Yaogwai, die plötzlich angeschissen kamen. Hä, warum ist es hier so grün? Ist das angemalt? Das ist doch angemalt. Oder wohnt hier jemand? Telefon, Türschwindelade. Whitespring. Ich war hier noch nicht. Wir können ja Whitespring als Ort mitnehmen. Das war eine Mall, oder? Nee. Hotel? Holy shit, was ist denn das für ein fettes Brett? You got this, Blackjack. Whitespring, Mr. Gar... Was? Okay. Oh, die sind gut. Ich lauf einfach weiter. Whitespring Holobänder, Responder. Es gibt noch Responder. Sie leben noch. Schönes Ding. Ich habe gerade keine Lust zu reden. Allison hat mir ein Ohr abgekaut. Naja, dann nicht. Musste ja auch nicht. Hab ich das als. Ich hab's als Fast Travel Point. Mehr will ich gar nicht. Mehr will ich gar nicht. Ich möchte auch keine. Aktivieren, umschalten. Meine Arbeit ist sehr bereichernd, aber auch anstrengend. Wir haben ja ein Ziel, wir haben ja eine Aufgabe und wir dürfen uns nicht sidetracken lassen. Ne? Wir bleiben focused. Wir bleiben focused. Bleiben an unserem Ziel dran. Gucken, dass wir nicht sterben, das ist immer wichtig. Nimm vielleicht noch Loot mit. Klopapier, okay.
Schraubenzieher. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ein bisschen Food. Stimmliges Essen. Mmh, ah, delicious, delicious. Ja, das Beste ist, die draußen rumlaufen, kann man erschießen. Die ganzen Roboter. Okay. Würde ich jetzt erstmal von absehen, glaube ich. Später. Oh, Marken. Vielleicht ist das eine Currency hier. Später bestimmt. Da kann man bestimmt gut farmen. Gut mal mitnehmen, die Kollegen. Kann ich hier so rüberspringen? I cannot. Aber ich kann da vorne rum. Coca-Cola. Das ist entspannt. Ach so, die blöden Responder. Ach so. Nicht, wenn du sterben willst, genau. Das klingt nämlich so. Das klingt nämlich genau so. Da, wir kommen näher. Wir kommen näher. Aber schön hier, so grün. So. Mal ein Szenewechsel. Ne? Mal ein Szenewechsel, ein schöner. Ein richtig schöner Szenewechsel. Und wir sind im Zielbereich, aber das ist der falsche. Das ist nicht der, den wir eigentlich anpeilen. Battle Music. Ah, we good. Wait, what? Oh! Guten Tag an Sie, Sir. Oh, ma'am. Was kann ich für Sie tun? Ah, irgendeiner ist schon da. Das ist moderne Kunst. Ne? Die grünen Flächen. Der riesige, tödliche, mutierte Skorpion. Ich will hier nicht runter, not gonna lie. Hallo? Mother. Lad nach, das Brett, lad nach. Du kleines Mistvieh. Die Skorpione kriegen mich aber auch immer, ne? Die sind immer. Mann. Beschwöre, gibt's ein neues Mottenmann-Event? Warte. Der Weg zur Erleuchtung, nee, das haben wir schon mal gemacht. Leuchtturm entzünden? Nee, haben wir nicht. Scheint ein neues Mottenmann-Event zu geben. Auch cool. Yo, ist das ein. Okay, das ist ein Tenniscourt und der lebt noch. Kann ich hier Tennis spielen? White Spring Golf Club. Kann man Golf spielen? Red Hirschkuh. Guten Tag. Muss mal ein bisschen jagen gehen hier. Oh Gott. Ja, wir haben gerade gesehen, ne? Da war es notwendig, Fleisch zu haben. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das noch haben. Oh, schön. Okay. Hier kann man vielleicht Golf mit Granaten spielen oder so. Das wäre eigentlich ganz cool. Stell ich mir ganz cool vor. Ich meine, es gibt Golfschläge, aber ich weiß nicht, ob man damit so Sachen so gut wegschlagen kann. Du leidest an nässenden Wunden. Okay. Hilfsmittel. Antibiotika. Einfach rein. Von nässenden Wunden erholt. Okay, geil. Das geht echt gut. Hä, das ist alles grün hier. What the frick? Okay. Geil. Ja, erstmal eine Runde golfen hier, Jungs und Mädels. Erstmal hier. Schöne Runde Golf spielen. Ich habe vorhin sogar einen Golfschläger gesalvaged, ne? Bisschen geintet hier. Ich meine, vielleicht habe ich einen neuen gefunden, zufällig. Unbewusst. Nee, habe ich nicht. Na gut. Was ist das hier? Employees only. Das ist für mich. Okay. Kanister. Bullshit. Lötlampe. Treibstoff. Kann ich gut salvagen. Ich weiß nicht mehr für was. Aceton, da kommt bestimmt irgendwas. Lösemittel ist auch immer gut. Aber ne, es ist. Ich kann sagen, ist ja schön hier. Wasser vielleicht ein bisschen dreckig, aber. Das Golfkart. Ah, kein Loot, okay. Jetzt nochmal ganz kurz die Karte checken. Okay, wir sind drinne.
Aber das ist nicht... Moment, das ist... Teste den Sprengköder mit einer Kreatur. Okay. Leute, jetzt Fokus. Jetzt müssen wir hier dabei sein. Jetzt müssen wir unseren Fokus fokussieren. Wir müssen... Vielleicht nehme ich auch mal einen Stealth Boy. Ich nehme die sowieso so selten. Habe ich einen dabei? Ich habe einen Stealth Boy dabei. Gefahr. Guten Tag. Willst du den Köder? Nein, nee. Guck mal hier, nochmal. Willst du den Köder? Ein Hoch auf brutale Effizienz. Das hat funktioniert. Ich schätze, die Fallenstelle hatten kein Problem damit, Splitter aus ihrer Beute zu holen. So grausam die Fallensteller auch waren, die Knallharten waren das genaue Gegenteil. Lassen Sie sich von dem Namen nicht täuschen. Wir nannten sie scherzhaft so, weil sie sich standhaft geweigert haben, ihre Würde aufzugeben und nicht ohne Anlass gewalttätig werden konnten. Pazifisten. Ich weiß nicht, kann man so sehen. Über ihre speziellen Taktiken. Hatten sie überhaupt welche? Keine Ahnung. Vielleicht eine Todeskralle zu finden und sich mit ihr anzufreunden oder so. Okay, die meint das ernst. Nähere dich einer Todeskralle und freunde dich mit ihr an. Ja, Leute. Wird lustig. Look at all the Fs I give. Schön, dass es das Meme-Emote gibt hier. Oder so ein Meme-Emote. Süß. Ja, okay, Wir gehen mal ganz kurz rein bei Quests, sonstiges, ah ne, ist ja gar nicht, weil da oben sind schon wieder so Dinge an, ah ne, ist alles richtig, ey. Leuchtender Mischling, ey, Samsama! Holy shit. Just explode, just go. Okay. Jetzt müssen wir mal überlegen, Chat. Wo finde ich eine Todeskralle? Wo finde ich eine gottverdammte Todeskralle jetzt schnell? Oh, da finde ich eine Todeskralle schnell. Okay. Nisch gesagt. Wir schnell reisen. Gucken uns das an. Okay. Ja, das... Also ne, Todeskrallen kennt er. Groß, böse, lange, tödliche Krallen. Deswegen der Name. Und wenn die dich bitch-slappen, dann bleibt von deinem Arsch nicht viel übrig. Oft. Teilweise. Oft. Gucken wir mal, wie das funktioniert. right away. Ja, bitte. Ich werde nämlich vorher auch noch ein bisschen was... Ne, mich heilen. Habe ich irgendwas zu essen, was mich nicht verseucht? Ich glaube nicht. Hundefutter? Hat auch Red. Shit. Ja. Salisbury Steak. So. Okay. Wir gehen da hin. Wir können auch zusammen hin. Wichtig ist... Wenn ihr Bock habt, mitzukommen, mir zu folgen, besten nicht alles direkt zu umnieten. Das ist immer wichtig.